Dies dient Ihrem eigenen Wunder. Bitte schalten Sie nun alle elektronischen Geräte aus. Gerne können Sie diese wieder in Betrieb nehmen, sobald Sie Ihr Wunder gefunden haben. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Mobiltelefone während des gesamten Aufenthaltes bei Wonder Tours ausgeschaltet bleiben müssen. Woo! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Tour. Danke, dass Sie heute mit Wonder Tours reisen! Unsere erste Station und ich möchte einfach, dass Sie sich jetzt schon mal mental darauf einstellen, etwas ganz Wundervolles zu entdecken, meine Damen und Herren. Welcome to Paradise! You now get some accessories. Um diese Wohlfühlatmosphäre hier in unserem Paradies noch etwas intensiver spüren zu können, meine Damen und Herren. To enjoy the beautiful atmosphere. Und damit wir diese Entspannung hier etwas mehr spüren können, machen wir eine Meditationsübung, meine Damen und Herren. Und am besten, Sie stehen ganz locker in Ihren Knien, hüftbreit und locker. Wippen Sie mit mir, wippen Sie. Ich sehe noch nicht alle wippen. Einmal zusammen, meine Damen und Herren. Tief ein. Und tief wieder auf. Ich will auch alleine. Ist ja schließlich die Aussicht. Oh, ist das schön. Meal and Drinks, ein Aroma. Kommen Sie mit. Was ich fühle, das reicht. Ich brauche keinen. Ich gieße uns erstmal einen Tässchen warmen Tee ein. Und wenn ihr uns hier hört, nein, hier im Paradies, an der rauschenden Saale, hören uns doch nur die Bäume. Oh, jetzt hab dich doch mal nicht so. Es geht. Echt jetzt? Nee, das nervt doch langsam. Und ich habe auch keine Lust mehr auf dieses blöde Prinzessin-Gehabe. Jetzt setz einfach deine Krone ab, komm. Du brauchst das doch gar nicht, um schön zu sein. Du brauchst das nicht, um schön zu sein. Du bist doch natürlich. Aber Jenny, das ist doch meine Krone. Jenny, was machst du? Du brauchst das nicht. Jenny, das ist meine Krone. Das ist unfair. Schmeiß ich deine Sachen weg. Ich will was Echtes erleben. Unsere schöne, heile Welt. Ja, schöne, heile Welt. Guck uns doch an, wir sitzen in unseren schönen Kleidern. Du sagst doch selber, es macht uns zu dem, was wir sind. Jenny, das ist mein Kleid. Jenny, was soll das? Das ist unfair. Warum? Du machst alles kaputt! Ja, vielleicht ist das genau das Richtige! Vielleicht ist das genau das Richtige! Artemisa! Warum machst du das? Warum? Jenny, das war doch abgesprochen! Lass uns doch einfach nur Spaß haben, was Echtes machen! Aber Jenny, das war doch abgemacht! Was wir uns betreffen! Jenny, nein! Ich bin eine Prinzessin! Du bist 17 Jahre. Das ist ein Kinderspiel. Jenny, nein! Wir sitzen immer hier und wir sind Prinzessin. Lydia, schau uns doch an. Lydia, wach doch mal auf. Guck dich um, weißt du, wie uns die Leute hier nennen? Die nennen uns Freaks. Jenny, das ist unsere heile Welt. Unsere heile Welt und du machst sie kaputt. Dann mach kein Geld. Was kannst du auch mit dem? Hier, nimm bitte einen Scheiß. Hier, das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Das auch mit. Sehr geehrte Damen und Herren, was für ein Spektakel. Aber der Zeitplan, wir müssen zügig weiterlaufen. Ja. Und als Gemeinschaft. So, meine Damen und Herren, kommen Sie bitte zügig. Zügig. Meine Damen und Herren, Spaß und entspannen Sie. Und wir gehen jetzt weiter zu unserer nächsten Station. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running.
summer or fall. All you have to do is call, and I'll be there, yes, I will. We've got a friend. Bravissimo! Bravissimo! Super! So, meine Damen und Herren, das war wunderschön und wir gehen jetzt weiter zu unserer nächsten Station. Wenn Sie diese Schwelle auf die dunkleren Pflastersteine übertreten, dann betreten Sie das Reich des Löwen, des Königs der Tiere. Das ist der Löwe und das ist das Publikum. Und immer wenn ich auf diesen Platz komme und Löwi durchs Haar streiche und seine Tatze halte, dann kommen die Erinnerungen wieder. Da hatte ich nämlich meinen allerersten Kuss. Und das war mit Sandra. Sandra und ich, wir waren beide 18 und schwer verliebt. Ja, da hat nämlich Sandra 2 Wochen später Schluss gemacht. Wir beiden wohnen jetzt seit ungefähr, glaube ich, einem halben Jahr zusammen. Du bist echt richtig cool drauf und ich habe mich einfach voll in dich verschlossen, das wollte ich dir sagen. Ja, wir müssen uns doch beeilen. Ja, meine Damen und Herren, folgen Sie mir bitte, wir gehen weiter. Sie verbrachten die ganze Nacht zusammen. Ja, und ich könnte sagen, so lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Am See sitzen. Und von dort schaute sie auf die Menschen. Auf die Freude der Menschen und auf die Kinder. Mit einem schönen Lächeln. Aber es ist doch alles nur Fassade. Dahinter ist so viel mehr. Dahinter ist genauso Leid, genauso Schmerz, genauso Wut und genauso Tränen. Doch es war nur dieser eine Moment. Warum sperren wir uns ein? Warum engen wir uns ein? Ich könnte doch frei sein. Ich wollte schreien. Ja, ich habe mir gedacht, warum schreien wir nicht? Warum schreien wir nicht, wenn uns danach ist? Warum sagen wir nicht, was wir denken? Ja! Warum schreien wir nicht? Ah! Und ich frage mich, warum trage ich dieses Kleid? Warum? Es zwängt mich ein. Es nimmt mir die Luft. Lasst uns weiterziehen. Kommt mit und springt. Springt, tanzt und lacht. Meine Damen und Herren, wir singen, springen, tanzen. Ich habe hier noch einen kleinen Zuckerschock, meine Damen und Herren. Beruhigung der Nerven. Ich weiß, Sie sind alle etwas aufgefühlt. Hier geht's und als Gemeinschaft, meine Damen und Herren. Ich glaube, wenn die Touristen nach Jena kommen und den Turm sehen, würden sie ihn am liebsten fotografieren. Ich mache das nicht. Ich setze mich einfach hier hin und beschreibe den Turm mit Worten. Der Turm ist bezaubernd, märchenhaft, geheimnisvoll, alt. Ich glaube, mit den Worten würde ich den Turm am treffendsten beschreiben. Ich glaube, dass man mit Worten die Atmosphäre am besten einfangen kann, den Moment und vor allen Dingen die Gefühle. Ja, wenn Sie sich jetzt umdrehen, haben wir hier 5 Fenster. Alle umdrehen, dann sehen Sie die Fenster auch. Im Fenster versteckt sich ein Bild, was man einfangen kann. Und zwar nicht mit der Kamera, sondern mit Worten. Und jetzt möchte ich Sie bitten, sich vielleicht an einem dieser Fenster zu platzieren. Sie bekommen gleich Zettel und Stift. Jena ist Shakespeare. Jena ist Shakespeare. Jena ist gerissen. Und ich würde sagen, wir geben Gustav einen kleinen Applaus, meine Damen und Herren. Sie bekommen nun schriftliche Anleitungen. Bitte gehen Sie nach Erhalt einer solchen Anleitung alleine los. Für Ihre persönliche Suche nach Ihrem Wunder haben Sie 10 Minuten Zeit. Beobachten Sie in diesem Prozess bitte möglichst genau Ihre Wahrnehmung und finden Sie heraus, an welchem Punkt Sie Ihr Wunder erlebt haben. Im Anschluss daran gehen Sie direkt und ohne Umwege auf den Theatervorplatz zurück und suchen den Wonder Tours Informationsstand auf, um uns Ihr Wunder mitzuteilen. Am Ende Ihrer Suche.